So, Bianca ist gerade weggefahren mit dem Heidi-Shuttle zum nächsten Bahnhof, damit sie nach Hause fährt. Wegen, genau, weil sie Montag hat sie einen Termin und wegen ihrem Knie kann sie nicht weiter. Oder kommt sehr schleppend voran. Und genau, und ich laufe jetzt ungefähr genau 8 Kilometer laut Google direkt nach Holmsettensen zum nächsten Einkaufsladen. Und genau, Handelow werde ich auslassen. Und erst ab Holmsettensen werde ich den Halsschnuckenweg wieder fortsetzen. Das sind nur ganz wenige Kilometer Unterschied. Aber ich gehe sehr davon aus, dass wir trotzdem mehr Kilometer gemacht haben als die offizielle Streckenlänge, genau. Weil ich habe jeden Tag mit Komoot aufgezeichnet und ich werde alle Komoot-Aufzeichnungen zusammenfügen, wenn ich zu Hause angekommen bin. Genau. Dann kann ich euch zeigen, wie viele Kilometer wir gemacht haben. Jawohl. Und jetzt laufe ich. Wie heißt das Ding? Genau, jetzt laufe ich zu Holmsettensen. Auf dem direkten Wege dahin. Guck mal, hier vorne läuft so ein verfettigter Vollfettkäfer lang. Guck mal, wie fett der ist hier im Gegensatz zu meiner Hand. Der ist richtig fett. Der ist so richtig verfettigt und fett. Und wisst ihr, warum der so fett ist? Weil der so richtig fett ist. So fett ist der. Guck mal, hier vorne wächst eine einzelne Sonnenblume. Also da, wo Sonnenblumenöl aus seinem Kopf rausspritzt. Genau auf dieser verseuchten Landstraße hier. Also genau da, wo diese ganzen Autos und die Abgasen produzieren, hier rumfahren. Der wird richtig verseucht hier. Das schwöre ich euch. Ich bin eine verschimmelte Kirsche, weil ich habe einen vergammelten Stiel auf dem Kopf. Einen ganz faulischen Stiel. Der richtig verfault ist von den ganzen Abgasen, die diese Fahrzeuge hier verursachen. Ja, genau, das bin ich gerade, weil ich bin Landstraße gelaufen und ich laufe immer noch Landstraße. Ich habe Schierhorn erreicht. Jawohl, ich muss da durchlaufen, weil dieser Weg dafür, also durch Schierhorn, genau, ich muss da durchlaufen, weil durch Schierhorn kommt Holmsettensen. Genau, da, also so ungefähr ist diese Ortschaft. Jawohl, deswegen laufe ich da durch. Das wird richtig geil sein. So, ich habe gerade im freien Kot gemacht. Freihändig. Jetzt brauche ich noch ungefähr 4 Kilometer bis nach Rewe. Und gleich kommt Dämmerung. Ich bin auch sehr spät losgekommen, weil Bianca den allerletzten Heidelshuttle genommen hat. Das heißt, das wird wieder so aussehen. Weiter auf Schierhorner Straße. Das heißt, das sieht genauso aus, dass ich wahrscheinlich im Dunkeln schon wieder mal nach einem Schlafplatz suchen muss. Nachdem ich Bier und noch mehr Sachen gekauft habe. Ah, ich mag es lieber, wenn ich in hellen den Schlafplatz finde. Und nicht im Dunkeln. Ich freue mich gleich aufs Bier, wenn ich das eingekauft habe. Und da sehe ich schon die Hälfte zwischen diese letzte Ortschaft, wo ich war, und die Ortschaft, wo ich Bier kaufen kann. Ich sehe schon den Ortsschild von hier aus. Ich bin in Holm angekommen. Das ist eine Ortschaft vor dieser Ortschaft, wo man Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen kann. Also Einkaufsladen oder Biergeschäft, da ist das genau. Sei ruhig. Und hier sind überall diese nervigen Autos, die hier Abgasen produzieren. Aber Hauptsache, ich bin Holm angekommen. Ich werde hier durchlaufen. Das wird richtig geil sein, da durchzulaufen. Das schwöre ich euch. Jawohl. Ja. So, ich bin gerade durch Holm durchgelaufen. Und jetzt noch 2 Kilometer bis Rewe. Genau, in dieser Ortschaft gibt es Rewe. Guck mal, da oben, da steht Würmer drauf. Kennt ihr Würmer? Vor 2 Jahren, wo ich mit It's Nico hier gelaufen bin, dann sind wir durch Würmer gelaufen und da haben wir dann gepennt. Das weiß ich ganz genau. Genau, das heißt, ich bin vielleicht so 2 Kilometer vom Halsschnuckenweg abgewichen, weil da führt dieser Halsschnuckenweg durch. Aber durch Holmsettensen auch, genau. Deswegen laufe ich weiter diese Landstraße bis Holmsettensen. Dauert nicht mehr lange bis zum Rewe. Rewe, ich komme! Ich bin in Holmsettensen angekommen. Hier gibt es Biergeschäfte, wo man Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen kann. Also Supermärkte oder Einkaufsläden oder wie die heißen. Ja, genau, hier gibt es sogar mehrere. Aber ich werde hier in einen reingehen. In Rewe oder so, wie das heißt, genau. Weil der hat noch offen. Deswegen laufe ich da durch. Ich muss da durch. Das ist ganz wichtig. Wird gleich so richtig geil sein, hier durchzulaufen. So, ich habe gerade eingekauft und ich habe hier Laikheim gekauft. Den werde ich jetzt ganz genüsslich hier trinken. So als Pause. Als Pausenbier. Das habe ich nur gekauft, weil ich das noch nie getrunken habe. Prüfen, wie das schmeckt. Ich finde, das Bier schmeckt schmackhaft, das ist geil. Und hier, wie heißt das Ding nochmal? Hier.
Sonst habe ich Astra gekauft. Genau, die Wegebier. Aber den hier werde ich hier als Pausenbier genießen. Bevor es dann weitergeht. So, ich habe gerade mein Bierchen ganz entspannt ausgetrunken und ich habe nur deswegen dort Pause gemacht, weil mein Handy fast alle war. Ich wollte mein Handy-Akku in Ruhe aufladen, sodass es zumindest irgendwie mehr als 40% hat. Genau. Weil guck mal, ich habe so ein beschissener scheiß USB-C-Ladekabel. Der hält nicht so richtig fest. Der haftet kaum am Handy, das ist voll scheiße. Das heißt, bei jedem kleinen Ruckler geht der Kabel raus und lädt nicht mehr. Oder wenn er ganz minimal krumm ist oder so. Das ist voll scheiße. Das ist so ein richtig beschissener Scheiß-Ladekabel. Ich kann mein Handy nicht unterwegs laden, wenn ich unterwegs bin. Und deswegen muss ich immer wieder Pause machen, um zu laden. Weil dieser Kabel sonst rausgeht oder gar nicht lädt, genau. Das ist voll das Scheißkabel. Ich brauche einen neuen USB-C-Ladekabel, damit ich das währenddessen ich unterwegs bin laden kann. Das ist ganz wichtig. Und ich habe noch eine ganz beschissene Auffälligkeit. Und zwar meine Kameralampe ist auch alle gegangen. Komplett. Ich kann sie nicht nutzen. Deswegen habe ich hier meine... Da vor hinten hupt das. Genau hier. Meine Hirnlampe. Die nutze ich jetzt gerade provisorisch als Kameralicht. Um das hier zu filmen. Und hier, ich habe mir überlegt, über die Landstraße bis Buchholz durchzulaufen, weil ich habe gerade voll Bock drauf, mit Bier in der Hand Musik zu hören. Und ich will den Wald in Ruhe lassen. Und deswegen laufe ich jetzt nicht den Halsschnuckenweg bis Buchholz durch, weil da ist die meiste Zeit Wald. Und jetzt bei der Dunkelheit, ich habe richtig Bock drauf, Musik zu hören und die Musik auf Landstraße anzumachen. Genau. Keine Ahnung, wer das war. Aber ansonsten für den Zuschauer, der Grüße. Vielleicht ist das Zuschauer. Und weil ich das cool finden würde, wenn ich morgen das Ziel erreichen würde. Also morgen Abend oder so. Weil wenn ich morgen zu Hause bin, dann bin ich einen Tag früher fertig. Und dann kann ich einen Tag früher für euch die Videos schneiden, weil die Pause wird immer länger und länger. Weil solange ich keinen Laptop habe, also keinen Videoschnitt-Laptop, kann ich keine Videos unterwegs schneiden. Deswegen bin ich immer an meinem PC zu Hause gebunden. Genau, und deswegen, wenn ich so eine Vollfettwanderung mache, bleibt mir nichts anderes übrig, als immer diese Pausen dazwischen zu machen, die total scheiße für meinen Kanal sind. Genau, und deswegen laufe ich da lang und hoffe, dass ich morgen ankomme. Ansonsten spätestens übermorgen. Ich weiß zwar nicht warum, aber ich bin irgendwie schon im Buchholz angekommen. Ich dachte, ich würde eine Zeit lang Landstraße laufen, wo nur Wald ist und so weiter. Aber hier waren überall Häuser. Also das ist hier total zubetoniert seit Holmseppelse oder wie diese Ortschaft heißt. Genau. Und genau hier in Buchholz werde ich nach dem Schlafplatz suchen gehen. Hier werde ich irgendwo pennen. Ich weiß zwar nicht wo, aber hier werde ich heute pennen. Das wird richtig geil sein. Glaube ich. Aber ich weiß doch nicht wo. Ich werde nach einer Schutzhütte navigieren. Leute, ich habe die ganze Zeit nach einer Schutzhütte navigiert. Und das hat mich schon wieder an so einer Bahnhofshaltestelle geführt. Also genau da, wo diese ganzen Gleise sind und diese Züge fahren. Das ist voll scheiße. Ich mag das nicht, wenn die mich bei so etwas navigieren. Also in so eine Haltestellen oder Bushaltestellen oder sowas. Ich will eine Schutzhütte, also eine ordentliche, wo ich drin pennen kann. Und nicht wo hier, guck mal hier, wo hier sowas hier ist. Genau, dass hier diese Bänke so versperrt sind, dass man hier nicht drauf liegen kann. Das ist voll scheiße. Ich will nicht hier navigiert werden, sondern zu einer richtigen Schutzhütte. Ich muss nach einer Alternativschlafplatz suchen gehen. Das ist voll scheiße und nervig. Das ist richtig beschissen. Bah, ekelhaft. So, ich habe gerade nach einer anderen Schutzhütte navigiert und der ist 1,3 Kilometer von hier entfernt. Und ich muss einen Teil des Weges wieder zurücklaufen. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich bin quasi da schon vorbeigelaufen. Und ich hoffe, dass das nicht schon wieder sowas hier ist. Ich will eine richtige Schutzhütte, wo ich mich vollkommen in Ruhe niederlassen kann. Guck mal da oben drauf. Das seht ihr nicht, aber da ist ein Zug drüber gefahren. Das ist eine, wie heißt das Ding? Brücke, genau. Ich laufe da unter der Brücke gleich durch. Jawohl, das ist diese Brücke hier. Die ist sogar beleuchtet. Das ist eine voll cool Brücke. Die ist richtig geil, diese Brücke hier. Die hat Leuchtkraft.
Ich bin gerade angekommen, wo ich navigiert habe, und das ist schon wieder eine Bushaltestelle. Das ist voll scheiße. Ich will nicht in einer Bushaltestelle schlafen, sondern in so einer richtig geilen, voll Fettschutzhütte. Das ist voll scheiße. Ich bin schon wieder umsonst hergelaufen. Das ist richtig beschissen. Ich will so richtig in Ruhe schlafen und nicht bei Krach und Lärm, wie ich das schon zu oft gemacht habe. Ich habe jetzt eine andere Schutzhütte navigiert. Ich hoffe, dass das eine ist, die ist 1,1 Kilometer von hier entfernt. Und ich muss jetzt noch Richtung da lang laufen. Also genau von der Richtung, wo ich herkomme. Aber nicht ganz, sondern nur... Ja, genau. Ich muss nach da lang laufen. Das ist voll scheiße. Ich will meinen Schlafplatz erreichen. Ich bin ein richtiger Milbenhirn. Und ich weiß nicht warum. Und guck mal hier. Hier vorne fährt ein Zug. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, dass wir schießen sind, aber hier vorne fährt ein Zug. Ich habe mich ein bisschen erschrocken und ich blende euch. Weil Blenden ist voll geil. Oh scheiße, die nächste Schutzhütte wäre genau dieser Unterstand, wo hier überall Berufsschulgelände ist und da hinten alles beleuchtet ist und so weiter. Das ist voll scheiße. Aber der nächste, wie heißt das Ding? Die nächste Schutzhütte, also zum Navigieren ist nur wenige hundert Meter weiter. Deswegen laufe ich da lang. Also ich habe gerade weitergesucht und diese eine Schutzhütte, die ich gerade navigiert habe, die gab es gar nicht. Und dann gab es noch eine nächste Schutzhütte, die ich navigiert habe, und das ist diese hier. Das ist so ein ganz kleiner Unterstand. Ja, genau. Das hier, das ist so ein kleiner Unterstand, wo hier Tischtennis-Dinger sind. Und das hier, das ist Gymnasium. Und gut, morgen ist keine Schule, weil heute ist Samstag, also morgen ist Sonntag. Und deswegen werde ich jetzt auf gut Glück, weil ich jetzt wirklich keinen Bock habe, noch weiter zu suchen nach Schutzhütten oder so, dass ich mich dann genau hier hinlege, auf den Boden, unter diesen Unterstand. Und hier gibt es viele Schulhöfe. Und der hier ist, glaube ich, am abgelegensten. Oder weiß ich auch nicht, aber ja, genau, ich werde mich einfach hier hinlegen. Ich habe keinen Bock weiterzusuchen. So, ich habe mich hier hingelegt und ich werde jetzt ein Leberwurstbrot mit Zwiebeln schmieren. So, ich habe gerade mein Leberwurst mit Zwiebeln geschmiert. Die Zwiebeln, die habe ich extra beschnitten dafür. Und das wird jetzt als Abendbrot gegessen. Ach, scheiße, ich habe meine Zwiebel verloren. Das ist mir auf meinen Schlafsack draufgefallen. Das ist voll scheiße. Das muss gefressen werden. So, ich habe gerade mit meinem Spanngurt mein Handgelenk, genau, mit meinem Wagen verknotet, weil ich schlafe immer sehr tief und fest, weil nicht, dass jemand meinen Wagen klaut oder so. Und deswegen habe ich das mit meinem Handgelenk verknotet und genau so schlafe ich jetzt. Ich bin erwacht und mein Wagen hängt immer noch an meiner Hand dran, also mein Handgelenk, genau. Das heißt, der wurde nicht geklaut. Das ist cool. Das ist richtig gut. Und ich habe, glaube ich, keine einzige Person hier gesehen. Genau, hier kam keine Person an. Das heißt, diese Stelle hier am Sonntag ist safe. Doch, ein Igel hat mich heute Nacht genervt. Der hat Geräusche gemacht. Aber sonst war niemand hier. So, mein Frühstück ist fertig. Achso, ich hatte gestern Abend bei Rewe einen Nagelknipser gekauft. Das habe ich über die gesamte Tour über vergessen gehabt, mir einen Nagelknipser zu kaufen. Weil hier meine dreckigen Fingernägel, die sehen total schmierig und dreckig aus. Die muss ich jetzt, und gestern Abend war ich zu faul gewesen, deswegen mache ich das jetzt. Ich werde jetzt meine dreckigen Fingernägel wegmachen. So, ich habe meine Fingernägel rasiert. Und wisst ihr, was ich noch gekauft habe? Und zwar hier, ich habe mir neue Rasierklinge gekauft. Endlich, jetzt kann ich endlich diese stumpfe Rasierklinge wegschmeißen. Die hat mir mein Gesicht so ein bisschen zerkratzt und der war rot und so gewesen. Jetzt kann ich mein Bart machen.
Ich habe mich frisch gemacht und jetzt packe ich die Sachen zusammen und laufe los. Ich laufe jetzt aus der Schule raus. Das sind meine letzten Worte zu diesem Schlafplatz. Hier in der Schule. Es war schön ruhig gewesen, außer dieser Igel, der mich genervt hat. Hatte noch nicht mal aufgezeichnet, weil genau, meine Filmleuchte war ja immer noch Akku alle gewesen. Aber ich habe den jetzt mittlerweile aufgeladen. Ich laufe gerade durch diesen Weg durch und guck mal, was ich hier gefunden habe. Ich habe ihn hier gefunden. Wisst ihr, was man damit macht? Fuchsbandwurm! Ich habe gerade bei der Shell-Tankstelle einen großen, wie heißt das Ding? Latte Macchiato getrunken mit Zucker und Milch, genau. Das habe ich so. Kaffeesahne heißt das, ja genau. Das habe ich gesoffen gerade. Das war richtig geil gewesen. Das war mein Koffeinersatz, weil ich vorhin keinen Bock hatte, Koffein zu kochen. Genau. Und hier vorne ist so ein versiffter Schotterweg. Ich muss da durch. Und ich werde bald beim richtigen Heidschnuppenweg wieder ankommen. Ich werde euch den Wegweiser zeigen, wenn ich angekommen bin. Das dauert nicht mehr lange. Das wird gleich so richtig geil sein. Das schwöre ich euch, dass das richtig geil sein wird. Ja, ich bin in Malsen angekommen. Das ist diese Ortschaft, wo ich muss da durch. Ich muss durch diese Malsen durch, genau. Ich muss da durch, damit ich diesen Wegweiser finde, genau. Deswegen muss ich da durch diese Ortschaft, durch Malsen. Das ist richtig geil, da durchzulaufen, glaube ich. Das ist also Malsen. Und hier ist ganz viel Scheiße-Geruch, also diese bäuerliche Scheiße-Geruch, also vor den ganzen, genau, die Viecher, die in den Stall drin sind. Ja. Das rieche ich hier, also ich hab da eine Nase dafür. So, ich habe den Heidschnuckenweg Wegweiser gefunden, also das Haar. Und der führt nach diese Richtung. Und ja genau, ich werde da langlaufen. Das führt mich nach Ziel. Und ich weiß nicht, ob ich das heute erreiche, aber ansonsten morgen. Guck mal, bis auf diese paar umgestürzte Bäume sieht das hier voll cool aus, weil hier ist überall Mooslandschaft und keine Blattlandschaft oder so, weil das ist alles Nadelbäume. Und ich mag diese Moosboden, das sieht voll cool aus. Da kann man sich, das ist ein richtig geiler Biwakplatz, um zu pennen, wenn man hier ein bisschen versteckt ist wegen dem Weg hier. Guck mal, da drüben chillen verfettigte Vollfettkühe rum. Also diese richtig verfettigten. Ja, genau. Die so richtig fett sind und so. Die sehen voll fett aus. Als ob die ganz viel gegessen haben und sowas. Ich will auch so stark und fett aussehen. Guck mal, da hinten dieses Weiße da vorne. Das ist ein kleiner Mini-Pony. Ich glaube, ich habe noch nie so einen kleinen Mini-Pony gesehen. Der ist so richtig klein. Der ist kleiner als ich. Diese Pferde... Die haben Normalgröße, also die sind keine Übergröße. Genau, so klein ist dieser weiße Pony. Mein Kopf ist wieder zu nah, also mein Gesicht meine ich jetzt. Aber der hier, der ist voll klein. Der ist richtig, das ist so ein richtiger Minimalpony. Kennt ihr noch diese Wildschweine, die uns in Unterlüß belästigt haben, nachts über? Hier vorne ist einer davon in Metall-Hufeisenform. Genau, Hufeisen-Metallform. Das ist ein Hufeisen-Metall-Wildschwein. Ja, genau. Also diese Dinger bloß in echt, die haben uns belästigt. Guck mal, hier vorne ist diese Autobahn mit den ganzen Autos und Fahrzeugen und LKWs und noch mehr Fahrzeugen, die diese ganzen Abgasen produzieren. Der Heidschnuckenweg führt direkt an dieser lauten Autobahn hier durch. Genau auf diesem Weg hier, neben dieser verlauteten Autobahn. Das wird so richtig nervig sein, hier durchzulaufen wegen diesen ganzen Auto- und Fahrzeuggeräuschen und sowas. Aber ich muss da durch. Guck mal, und da drüben, da ist eine Vollfettgrube. Ich habe keine Ahnung, ob ihr das seht, aber ich zeige euch das einmal ganz kurz. Jawohl. Ich muss richtig flüchten.
Ich habe richtig Angst vor dieser Autobahn, wegen den ganzen Schadstoffen und sowas und Autos und so. Diese Bakterien, die diese Autos verursachen, die machen einen krank. Ich war ein Aluhutträger. Stromkabelhalter gefunden. Auf dieser Kiesgrube da hinten, da wird irgendwie Sand gemacht oder so. Ich weiß gar nicht, was die da produzieren. Sand, genau. Genau, die produzieren da Sand, damit wir mehr Sand auf der Erde haben. Dieser Weg hier vorne ist total anstrengend, den Wagen hier rumzuschieben. Weil das ist ja ein Rasenweg und kein Stein oder so Weg. Also Boden heißt das genau. Und jetzt laufe ich gleich an einer zweiten Autobahn vorbei. Oder drunter durch oder drüber, ich weiß auch nicht. Die mich schon wieder vergasen tun. Hier geht es zum 9. Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier geht es zu einem Geisteskrankheitsvlog in der sächsischen Schweiz. Da waren wir auf den großen Zierenstein gewesen. Unbedingt anschauen, weil das war geisteskrank.